Am 1. Dezember fand in der Turnhalle Bendorf der zweite Spieltag der Faustball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt statt. Seit Jahren sind die Vertretungen vom Merseburger Sportverein Bunaschkopau 2, der SG Chemie Zeitz zweite Mannschaft und aus der Region der MSV Eisleben und der TSV Bendorf die letzten Vertreter dieser einst weit verbreiteten Sportart im Bereich des Landes Sachsen-Anhalt. Und so kennen sich die Spieler natürlich aus ungezählten Begegnungen, nicht nur in dieser Hallenrunde, wo jeder gegen jeden zweimal antritt. Das Gleiche findet ja jedem Jahr auch im Frühjahr und Frühsommer auf dem Feld draußen statt, sodass die Spieler auf viele, viele Begegnungen untereinander kommen. Kurios sicherlich auch, dass die Faustballer aus Merseburg, Bunaschkopau und Zeitz in der höheren Spielklasse eine Spielgemeinschaft bilden. Und deshalb traten sie unter den Trikots des SC Merseburg in der ersten Partie des Tages gegeneinander an, die offiziell ja hieß MSV Bunaschkopau 2 in der roten Spielkleidung gegen SG Chemie Zeitz 2 auch in der roten Spielkleidung, kenntlich durch einen in grün, da stand Chemie Zeitz drauf. Aber wie erwähnt, die Spieler kennen sich alle sehr gut und es gab da keine Verwechslung, wer für welche Mannschaft sich hier ins Zeug legte. Gespielt wird über zwei Siegsätze, die gehen bis 11 Punkte. Dabei muss die siegreiche Mannschaft wenigstens 2 Punkte Vorsprung haben. Und das fiel dem MSV Bunaschkopau 2 als Tabellenführer nicht schwer. Nach 2 Siegsätzen konnte Chemie Zeitz besiegt werden. Die lagen vor diesem Spieltag auf dem undankbaren 4. Platz. Danach traten die beiden Mannschaften aus dem Mansfelder Land gegeneinander an. Und zwar der MSV Eisleben und der gastgebende TSV Bendorf. Und jetzt kommt's, beide in blauer Spielkleidung. Die der Bendorfer war dabei einen Tick dunkler. Aber ich würde mich wiederholen, um zu sagen, dass das für die Beteiligten überhaupt kein Problem war. Beide Mannschaften lieferten sich in der Vergangenheit spannende Duelle. Beide Mannschaften wollten natürlich punkten, aber die Gäste aus Eisleben waren klar besser und konnten sich mit 0:2 Sätzen durchsetzen. Überhaupt, das sei an der Stelle schon verraten, konnte sich der TSV Bendorf gegenüber dem ersten Spieltag nicht steigern. Dieser Tag war im Grunde ein Spiegelbild des ersten Spieltages. Und eine weitere Erkenntnis an die Leistung des MSV Bunaschkopau kamen die anderen Mannschaften nicht heran. Sie besiegten alles, was gegen sie antrat, zu 0 und liegen folgerichtig mit 12:0 Sätzen und 12:0 Punkten auf dem ersten Platz in der Tabelle. So deutlich ging es auch auf den Plätzen weiter. Die Eisleber gewannen neben Bendorf auch gegen Zeitz und haben damit 8:4 Punkte Platz 2. Sozusagen der dritten Erfolgsklasse dann Bendorf, die all ihre Spiele verloren, bis auf die gegen die SG Chemie Zeitz. Folgerichtig 4:8 Punkte Platz 3. Und damit ist bei dieser kleinen Liga klar, wer auf dem 4. Platz liegt, nämlich die SG Chemie Zeitz mit einem Satz Gewinn und 0 Punkten. Damit sind in der Verbandsliga Faustball die Fronten erst einmal geklärt. Spannend bleibt vielleicht die Frage, ob sich bei den Platzierungen der Mannschaften hinter Bunaschkopau in den nächsten Spieltagen noch etwas ändert.